Was geht ab, Leute? Philipp ist back mit einem neuen Video und passend zur Jahreszeit habe ich mir gedacht, stelle ich euch heute mal gute Winterschuhe vor, weil auf Facebook und so habe ich des Öfteren Fragen gelesen, was für Schuhe man denn so im Winter am besten tragen sollte. Und deshalb dachte ich, mache ich jetzt mal ein Video, bevor es zu spät ist, bevor der große Schnee uns erreicht hat oder die dicke Frost. Und ja, deswegen wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Wenn die Temperaturen sinken, dann verschwinden bei mir aus dem Schuhregal auf jeden Fall jegliche Schuhe mit Primeknit oder Flyknit oder Schuhe, die komplett aus Mesh sind, weil da fegt der Wind auf jeden Fall richtig durch. Das ist für mich auf jeden Fall schon mal gar nichts. Also ein Ultra Boost oder so bei diesen Temperaturen kann ich mir draußen auf lange Zeit echt nicht vorstellen. Das wird, glaube ich, echt ganz schön kalt. Und deswegen greife ich da auf jeden Fall immer zu Lederschuhen, also die ein Upper aus Leder haben. Oder ab und zu geht halt auch noch, wenn die Toebox oder so aus Mesh ist, wie zum Beispiel beim EQT Support von Concepts. Den trage ich auch und da habe ich auch keine kalten Füße drin. Und ja, ansonsten eben, wie gesagt, Lederschuhe, da die eben nicht winddurchlässig sind. Und das macht auch schon mal viel aus. Und auch so, wenn man dann dicke Socken anhat, also Crew Socks oder Tennissocken, dann geht das auf jeden Fall sehr fit. Die meisten Schuhe, die ich trage, also eigentlich alle, sind Low Cut, weil ich mag das nicht so, wenn man höhere Schuhe anhat. Aber gerade im Winter macht sich das eigentlich auch ganz gut. Und da würde ich euch dann zum Beispiel zu einem Jordan 1 empfehlen. Also zum Beispiel der Black Toe oder der Bread. Das sind jetzt so meine Lieblings-Colorways vom Jordan 1. Ich bin allgemein nicht so der Jordan-Fan, aber ja, wenn ich mir jetzt welche für den Winter holen sollte als Jordan, dann wäre das auf jeden Fall einer von diesen beiden. Oder auch ein Air Force One Mid oder High würde auch noch gehen. Ja, sehr beliebt ist da auch der Air Force One Flux, dieser aus diesem braun-beigen Material. Das ist jetzt persönlich für mich nichts, aber viele feiern den auch gerade für den Winter, weil der auch sehr warm sein soll. Und ja, vor kurzem kam ja auch der Special Force One, dieser hohe. Ja, muss man auch mögen, aber das ist auch eher so eine Wintersache. Allgemein gibt es ja auch viele Sneaker-Boots von Nike, zum Beispiel Air Max 95, Air Max One, Duck Boot, gibt es alles als Winter gemacht. Das ist jetzt, ja, wie gesagt, ist, muss man mögen. Für mich ist persönlich jetzt, wie gesagt, eher nichts, aber gut. Wenn jedenfalls richtig dick Schnee liegt, denke ich mal, ist das alles nichts. Und ja, da sollte man dann auf jeden Fall zu ja, etwas anderem greifen, und zwar so richtigen Winterschuhen, sag ich mal. Und da habe ich jetzt persönlich halt für mich den Supreme North Face Nupsi Booty in diesem Blätter Colorway. Ja, der ist schon ein paar Mal an draußen und ist auf jeden Fall ein richtig warmer Schuh, weil er eben in dieser Down-Füllung ist. Und ja, ich glaube, der Schnee kann dem auch nichts anhaben, von daher auch super. Und ja, natürlich kann man auch Timberlands, das müsst ihr eben gucken, aber ich empfehle euch halt allgemein Lederschuhe, zum Beispiel halt Jordan 1er oder irgendwelche Reeboks von Palace und so, die trage ich jetzt auch, oder ein Essex von Patta und so. Die kann man jetzt auf jeden Fall alle rocken in dieser Jahreszeit, ist auch mal gut, wenn diese ganzen Primeknit-Varianten, so NMDs, Yeezys, Ultra Boost, auch mal nicht gerockt werden, dann haben die anderen auch mal wieder Zeit am Fuß zu sein. Deswegen lohnt sich auf jeden Fall und ja, das soll es auch mit dem Video gewesen sein. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr im Winter immer so für Schuhe tragt. Und dann würde ich sagen, bewertet das Video, wenn es euch gefallen hat oder geholfen hat. Wenn nicht, dann nicht. Abonniert meinen Kanal, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche.